Wasserstoff, das wird immer mehr klar, ist der Treibstoff der Zukunft, wird die wesentliche Energietechnologie für viele, viele Bereiche in den nächsten Jahrzehnten sein. Ich hatte im Buch 2018 darauf hingewiesen und die Unternehmen waren damals noch sehr günstig. Viele gibt es ja da noch nicht, die da aktiv sind. Das sind viele kleinere Unternehmen wie NEL aus Skandinavien, die hier Wasserstoff vorantreiben, aber auch eine Linde beispielsweise, die da sehr, sehr stark sind. Und auch in den USA sehr, sehr stark sind durch die Übernahme von Praxair. Also hier tut sich einiges. Natürlich auch hier, die Unternehmen sind momentan sehr, sehr teuer. Gerade weil natürlich inzwischen auf jeder Apothekenumschau das Thema Wasserstoff steht. Das war vor 2 Jahren nicht der Fall. Da wollte kaum jemand was davon wissen. Jetzt ist es überall in aller Munde Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Kaum nach irgendeiner Branche werde ich momentan so viel gefragt wie nach Wasserstoff, was so viel heißt wie Finger weg. Im Moment ist es eh viel zu teuer. Da ist schon jeder drin, der sich auch nur ansatzweise für Unternehmen interessiert. Das hatten wir bei 3D-Druck schon und bei Cannabis erinnert man sich. Plötzlich wollte jeder meinte, in Cannabis investieren zu müssen. Jetzt ist es der Wasserstoff. Abwarten. Jetzt ist es zu spät, jetzt noch groß in Wasserstoff zu investieren. Abwarten, wenn sich das auskotzt, verzeihen Sie den Ausdruck, dann gibt es das auch mal wieder günstig. Und das ist etwas, was wir an den Märkten immer sehen. Sobald eine neue Technologie kommt, gibt es immer 5 Wellen des Investierens oder der technologischen Entwicklung auch an den Börsen. Und diese 5 Wellen, wir spielen sie bei Cashkurs Trends regelmäßig. Und da war auch Wasserstoff früh Thema. Und da gibt es eben die ganz frühe Welle, in der keiner was davon wissen will. Ist es eine Spinnertechnologie, über die man lächelt? Da steigen nur die Profis ein, die zuerst erkennen, oh, da tut sich was. Aber die breite Masse hat davon noch nie was gehört. Dann kommt die Phase, wo der Markt reifer wird, wo immer mehr davon zu hören ist, aber auch hier nur für die Insider, ich sag mal Handelsblatt Seite 17, da kann man schon was dazu lesen. Immer mehr Profis steigen ein, Profi-Investoren kommen langsam rein, der Kurs geht nach oben, dann wächst das langsam nach vorne, immer mehr Unternehmen kommen auf den Trichter und sagen, wow, da lässt sich Geld verdienen, wir bauen auch in diese Technologie und bauen Maschinen. Es kommt im Handelsblatt und in anderen Zeitungen immer weiter nach vorne. Es wird in Medien, im Fernsehen darüber berichtet. Es kommt immer mehr Anleger rein, die davon hören. Die Kurse explodieren förmlich. Ja, und an der Spitze steht es dann auf der Apothekenumschau, auf der Titelseite. Und jeder Rentner, der bisher noch, die Rentner mögen wir verzeihen, die in der Apotheke die Apothekenumschau erworben haben, kaufen dann jetzt auch Aktien dieser Technologie, die zwar von den Unternehmen wenig verstehen oder von Bilanzen, aber weil sie jetzt auch gehört haben, dass das eine tolle Geschichte sein soll. Aber Problem ist, inzwischen sind die so wahnsinnig hoch bewertet, dass die Erträge, die Gewinne in keinem Verhältnis zur Bewertung des Unternehmens stehen. Dazu sind inzwischen so viele Unternehmen am Start, dass sie sich wahnsinnig starke Konkurrenz machen. Aber der Markt ist noch gar nicht so ausgeprägt, so reif, dass er die alle satt machen kann. Und zu viele Jäger sind bekanntlich der Hasen tot. Ergo, es kommt dann zu einem Ausverkauf. Viele Unternehmen gehen dabei pleite. In ihrem Überlebenskampf verramschen sie ihre Produkte. Das bringt auch die starken Player in Schwierigkeiten, die sich gesund schrumpfen müssen. In dieser Phase verschwinden viele, die Kurse dieser Aktien brechen ein, die große Enttäuschung bei den Anlegern kommt, die räumen das aus ihren Depots raus. Ja, und dann kommt so eine Phase, kommt man fast wieder auf die ursprünglichen Kurse zurück, da will keiner mehr was davon wissen. Aber der Markt in der realen Wirtschaft für diese Technologie, ob das Windkraft oder Wasserstoff ist oder 3D-Druck oder andere Dinge mehr, der Markt ist inzwischen viel, viel reifer und breiter geworden. Die Nachfrage ist wesentlich größer geworden. Und die Firmen, die jetzt überlebt haben und sich gesund geschrumpft haben, die haben jetzt die Möglichkeit, langfristig für die nächsten Jahre sehr, sehr gute Gewinne zu machen. Und diese Zyklen, diese 5 Zyklen, sehen wir in allen neuen Technologien oder gesellschaftlichen Entwicklungen an den entsprechenden Börsenkursen. Bei Cashkurs Trends greifen wir dieses Thema auf und beschreiben die so früh wie möglich, versuchen möglichst schon Phase 1 und 2 zu erwischen und Phase 3 Ende steigen wir dann aus. Das wäre jetzt bei Wasserstoff hier, würden wir jetzt hier nicht einsteigen, sondern warten ab, bis jetzt hier dieser Washout passiert ist, um dann in die Phase 5, sobald die beginnt, wieder einzusteigen. So mal ganz kurz zur Strategie, wie man mit solchen neuen Technologien in der Regel umgehen sollte. Die EU-Kommission hat sich auch ganz klar für Wasserstoff ausgesprochen. Man möchte das brutal vorantreiben als Technologie, als Treibstoff der Zukunft. Um das zu unterstützen, will man die fossilen Energien massiv verteuern, natürlich auch über CO2-Steuern. Also darauf werden wir uns einstellen.